Hallo, wenn ihr wissen wollt, wie man diesen Pinguin aus Modelliermasse herstellt, dann bleibt jetzt dran. Die Blütenpaste und die Modelliermasse muss die ganze Zeit über luftdicht verpackt sein. Das heißt, auch wenn ihr damit arbeitet, nehmt ihr die Teile, die ihr nicht verarbeitet, unter einen Teller oder unter eine Schüssel und natürlich in Tüten verpackt. Das Erste, was ihr immer machen müsst, ist, die Masse weich zu kneten. Das mache ich jetzt mal schnell. Hände einfetten. Für den Pinguin brauchen wir jetzt schwarze, orangefarbene und weiße Modellierpaste. Und die schwarze habe ich jetzt schon vorbereitet und hier zeige ich euch, wie ich diese Masse orange einfärbe. Zum Einfärben zieht ihr euch am besten Einweghandschuhe an, denn die Farben dringen sonst in eure Fingernägel ein und die gehen zwar recht gut wieder raus, aber so habt ihr saubere Hände. Zum Färben nehme ich die Wilton Icing Colors und hier habe ich auch noch eine andere Marke, Squire's Kitchen nennen die sich. Und aus den drei Farben mache ich jetzt ein Orange. Ich benutze aber jetzt nicht komplett das ganze Weiß, sondern nur die Hälfte. Und den anderen Teil packe ich jetzt wieder ein. Ich habe jetzt hier einen Gelbton, hier ein Rot und hier ein etwas leichteres Rot, das mehr ins Orange geht. Und aus den Farben mischt ihr euch jetzt das passende Orange und benutzt am Anfang immer wenig Farbe. Und benutzt auch immer einen frischen Löffel bei jeder anderen Farbe. Jetzt beginne ich mit dem Pinguinkörper. Dazu braucht ihr natürlich die Schwarz. Aus der formt ihr jetzt eine Kugel. Entweder macht ihr das auf eurer Arbeitsfläche, indem ihr eure Hand etwas kuppelförmig formt und die Kugel hin und her gleiten lasst, oder ihr macht es einfach zwischen den Händen. Diesen Ball formt ihr dann etwas kegelförmig zwischen euren Händen. Einen ziemlich langen Kopf und einen dicken Körper. Praktisch so. Dann nehmt ihr euch eine Schere und schneidet die Flügel ein. Da müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr sie nicht zu tief einschneidet, sonst geht es ja hier in den Körper mit rein. Also lieber etwas weniger am Anfang. Einmal hier. Und einmal hier. Und den Rest formt ihr jetzt mit den Händen aus. Also geht mit den Fingern unter den Flügel, drückt ihn etwas flach und zieht ihn in die Länge. Und hier müsst ihr die Spuren der Schere verwischen und glatt streichen. Und auf der anderen Seite genauso. Den Flügel etwas dünner machen und in die Länge ziehen. Und ihr könnt die auch so lang machen, wie ihr wollt. Dann nehmt ihr euch die weiße Blütenpaste oder Modelliermasse. Davon nur ein kleines Stück. Formt sie auch zu einer Kugel. Diese soll etwas oval zugeformt werden. Und dann drückt ihr das platt. Das geht ganz gut zwischen den Fingern. Und jetzt nehmt euch etwas Zuckerkleber oder Wasser. Ich zeige euch am Ende des Videos, wie ich Zuckerkleber herstelle. Pinselt damit den Bauch ein
und dann drückt ihr den weißen Bauch da dran und auch schön an den Rändern, dass die nicht abstehen. So. Nehmt euch dann wieder weiße Blütenpaste, formt sie zu einer Kugel und halbiert sie. So entstehen etwa zwei gleich große Teile. Und die formt ihr zu jeweils einer Kugel und das ergeben dann die Augen. Diese Kugeln formt ihr jetzt etwas ovalförmig mit einem leichten Druck. Dann drückt ihr sie platt und schaut, ob sie von der Größe her passen. Ich mache meine jetzt noch einen Tick kleiner. Könnt ihr sie mit Zuckerkleber auf das Gesicht kleben. Die orangefarbene Blütenpaste rollt ihr auch zu einer Kugel und halbiert sie. Das werden jetzt die Füße. Die rollt ihr wieder zu Kugeln. Die Kugeln rollt ihr dann zu einem Tropfen und zwar mit einem leichten Fingerdruck auf die eine Seite. Kontrolliert auch, dass sie gleich groß sind. Diese drückt ihr dann flach. Dann nehmt ihr euch ein Messer oder wie ich so einen Cutter und ritzt hier die Zehen ein und es geht am besten so von vorne nach hinten. Eins, zwei, drei. Da kommt dann etwas Zuckerkleber drauf. Stellt die Füße dann direkt nebeneinander. Und setzt euren Pinguin jetzt da dran. Als nächstes formt ihr dann den Schnabel. Dazu wieder orangefarbene Blütenpaste oder Modelliermasse. Die drückt ihr etwas flach und schneidet oder schiebt sie in eine dreieckige Form. Könnt ihr auch etwas mit den Fingern formen. Und dann hebt es mal an euren Pinguin dran und schaut, wie groß euer Schnabel werden muss. Und dann schneidet ihr da hinten ein gerades Stück ab. Ruhig auch mal dranheben. Bei mir passt es. Wieder Zuckerkleber dran. Diesmal aber an den Schnabel. Und dann den Schnabel hier andrücken. Wenn ihr möchtet, nehmt ihr euch einen Zahnstocher oder ebenso einen Modellierstab und stecht da noch zwei kleine Löcher rein. Die Nasenlöcher. Und jetzt fehlen nur noch die Pupillen. Die könnt ihr jetzt mit schwarzer Modelliermasse draufkleben oder mit einem schwarzen Lebensmittelstift draufmalen. Zum Draufmalen sollte die Masse aber erstmal etwas antrocknen. Wer möchte, kann dem Pinguin jetzt noch eine Weihnachtsmütze aufsetzen. Für die Weihnachtsmütze nehme ich mir jetzt etwas rote Modelliermasse. Die forme ich zu einer Kugel und dann zu einem Kegel. Und da gehe ich jetzt mit der Spitze des Pinsels, mit der Rückseite,
hier rein, mache ein Loch und durch kreisende Bewegungen weite ich das Loch aus. Und falls ihr da vielleicht so einen Balltool habt, geht das auch mit dem ganz gut. Wenn ihr dann die gewünschte Größe erreicht habt, schneidet ihr am besten diesen Rand sauber ab. Danach braucht ihr wieder weiße Blütenpaste und rollt diese aus. Da schneide ich mir dann ein Stück zurecht mit Hilfe des Lineals. Und jetzt nehmt ihr euch so eine Spritztülle eures Spritzbeutels und stecht die hier rein und so entsteht dann dieser Plüscheffekt. Und klebe sie mit etwas Kleber fest. Und den Überschuss schneide ich mit dem Cutter oder mit einem Messer weg. Und aus den Resten forme ich eine Kugel. Die kommt dann nämlich oben drauf. Und die formt ihr auch noch etwas mit dieser Spritztülle. Da mache ich jetzt wieder ein kleines Loch rein mit der Spitze meines Pinsels. Da kommt Kleber rein und dann wird die Kugel einfach da drauf gesteckt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann die Mütze eurem Pinguin aufsetzen. Für den Zuckerkleber nehmt ihr euch etwa 60 ml abgekochtes Wasser. Das ist jetzt noch ganz heiß. Und da kommt jetzt ein Teelöffel von diesem CMC rein. Das macht ihr am besten in so einem Schraubglas. Verschließt den Deckel und schüttelt es gut durch. Passt aber auf, manchmal läuft es aus. Und da bilden sich Klümpchen. Aber die lösen sich dann über Nacht. Also lasst ihr das dann eine Nacht stehen und am nächsten Tag sieht dann der Kleber so aus. Ist ziemlich dickflüssig und da könnt ihr euch dann immer die Menge rausnehmen, die ihr braucht und geht da auch auf keinen Fall mit einem Pinsel oder mit einem dreckigen Löffel rein, sonst fängt der Kleber an zu schimmeln und im Kühlschrank hält er sich etwa 4 bis 6 Wochen.